Isobel. Super. Ja. Ach schön, ich mach dich tot. Ja, ist ja gut. Mhm. Oh, ja gut, okay. Ich sollte vielleicht wieder zurückrennen, weil der Weg hier ist falsch. Mhm. Oh, was ist das? Legt eure Waffen nieder, mein Freund. Wir haben gewonnen. Ja, Isabel, ist richtig. Ist richtig, gewöhn dich da dran, ne? Wenn es nicht gerade um völlig irrsinnige Faune geht. Ja. Das Schlimme ist, dass die Isobel wirklich auf Hochinsel immer nur... Was? Ja, toll, das ist halt eben nicht nur einer, sondern es sind gleich alle. Was nichts macht, weil... So, dann einmal hier. Hm. Mhm. Lass mich raten, Blindgänger. Ich hab's gut. Wir müssen aber trotzdem noch mal ganz kurz den damit machen. Also dafür war ich es auch gut. Mhm. Dann schauen wir mal, ob das reicht. Wir geben auch wieder ein bisschen Geld aus. Wo war das? Gratwald? Ja. So. Die Unerschrockenen. Oh Gott, ich weiß gar nichts mehr. Ja, komm. So, der schnellste Ausgang dürfte aber der hin. Ja, ja. Ah ja, das geht gut. Stimmt, den Weg sind wir so oft gegangen. Seht euch nur diese Artefakte an. Hoffentlich können wir eines Tages... Euch hafte der Gestank des Erfolgs. Ja, ist ja gut. Das ist gut. Ja. Ich weiß nicht. Was macht Bolgrul wohl, wenn er nicht in der Enklave ist? Ob er wohl irgendwelche anderen Leidenschaften hat? Mhm. Und wir haben's. Sister, das wollte ich. So, na, ich will keine Inhalte stehlen. Komm, geh weg. Wir machen jetzt ihre Gefährtenquest. Mein Freund, ich bin niemand, der gern um Gefallen bittet. Jetzt ist die Story. Nun ja, ich habe gerade von Aurelia gehört. Ihr erinnert euch an sie? Meine Freundin aus Kindheitstagen, der wir beim Turnier geholfen haben? Ja, ja, wie geht's ihr denn? Sie ist auf Reisen. Nach dieser Sache mit ihrer Mutter und dem Turnier riet ich ihr, sich selbst zu finden. Was auch fantastisch ist. Bedauerlicherweise wurden einige ihrer Besitztümer gestohlen. Darunter ein Siegelring, den ich ihr vor vielen Jahren geschenkt habe. Mhm. Der Ring ist euch immer noch wichtig, Klux? Dieser Siegelring repräsentiert das Geschäft meiner Familie. Er steht für das Handelshaus Veloise. Jemand mit diesem Ring könnte vorgeben, für meine Eltern zu arbeiten. Das wäre nicht gut. Aurelia ist auf Stros Mackay. Ah. Könnten wir mit ihr reden? Natürlich nur, wenn es euch nichts ausmacht. Nee, hin. Danke vielmals. Hoffentlich wird Aurelia ein wenig Vernunft beweisen und bleiben, wo sie ist. Ihrem Brief zufolge sollten wir sie im Gasthaus zur kreischenden Meerjungfrau in Stros Mackay finden. Das schaffen wir. Aber erstmal, hier ist schon ein bisschen besser, gucken wir mal, was wir da machen können. Ne? So, hier. Was macht das? Macht der Sonne, um sich vor Schaden zu schützen? Nee, nee, ihren ist egal. So. Oh. Gut. Gilde. Ah, Blutruderbrunnen, was ist das? Mhm. Das nehmen wir auf jeden Fall.
Was haben wir denn hier? Speer, Magieschaden. Na, gucken wir doch mal. Das haben wir noch nicht. Aktiv Bollwerk. Nee, Waffe. Was hat sie denn? Was hat sie denn? Warte mal. Erstmal. Sie hat noch nichts. Ne? So, Streitkolben. Nehmen wir doch, oder? Ja, ja. Und Schuhe eines Gefährten. Naja, gut, komm, machen wir. Also das nehmen wir raus. Ja. Das nehmen wir raus. Und was haben wir? Zwei Waffen, ne? Mit zwei, zwei Händer. Das ist doch gut. Joa. Bleibt sie doch dabei, ne? Sie macht zwei Händer. Bestimmt. Ja. Was denn jetzt nochmal? Danke vielmals. Hoffentlich wird Aurelia ein wenig Vernunft beweisen und ja, bleiben. Ja, können wir darüber reden? Genau. Natürlich. Ja. Es ist mir ein Vergnügen, seit diesem Tag beim Turnier an eurer Seite zu reisen. Aber wir hatten bisher kaum Gelegenheiten, über meine Vergangenheit zu reden. Was möchtet ihr denn wissen? Ja, warum ist sie nach Strosmekai gegangen? Ich bin mir nicht sicher. Sie hat nichts gesagt. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass sie jemand Hübsches gefunden und entschieden hat, ihm auf die Insel zu folgen. Ich dachte immer, sie wäre so ein bisschen... Die Hälfte von Aurelias Geschichten klingt, als ob sie der Auftakt eines Liebesromans wäre. Ihr mögt Liebesromane. Ich würde nie im Leben... Ja, natürlich mag ich Liebesromane. Welches weibliche Mitglied der Ritterorden tut das nicht? Habt ihr Begierden des Schwertes gelesen? Nun ja, egal. Das ist im Augenblick nicht so wichtig. Warum seid ihr bei den Urwils aufgewachsen, nicht bei euren Eltern? Mein Vater und der verstorbene Fürst Jovel waren Freunde. Als es an der Zeit war, sich um meine Ausbildung zu kümmern, bot der Großkomtur mir einen Platz in ihrem Haushalt an. Für diese Güte bin ich ihr bis heute dankbar. Wie lange wollt ihr schon Ritterin werden? Ich wollte schon Ritterin werden, als ich gerade mal alt genug war, einen Ast zu halten und Schattenkämpfe gegen Daedra zu führen. Meine Eltern unterstützten mich immer. Und sorgten dafür, dass ich alles bekam, was ich brauchte. Deshalb sind Aurelia und ich gemeinsam aufgewachsen. Als beinahe, aber eindeutig keine Schwestern. Seht ihr eure Familie oft? So oft ich kann. Aber sie sind häufig geschäftlich außerhalb der Stadt unterwegs. Genau. Aber wir sehen uns immer an Feiertagen, wie zum Neujahrsfest. Sie waren auf Sommersend, als ich das Turnier gewann. Deshalb waren sie nicht bei meiner Ritterschlagzeremonie dabei. Der Siegelring ist der wertvoll. Er besteht nicht aus Gold. Und er ist auch nicht mit Edelstein bestückt, nein. Aber Siegelringe lassen Banken und Handelspartner wissen, dass das Gegenüber ein bevollmächtigter Gesandter einer Familie ist. Jemand mit diesem Ring könnte für meine Eltern jede Menge Ärger verursachen. Warum habt ihr ihr den Ring gegeben? Das ist eine sehr gute Frage. Weil es mir damals richtig vorkam? Weil... Nun, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Konzentrieren wir uns einfach auf das Hier und Jetzt, ja? Danke fürs Gespräch. So, gut, dann ab zum Dings und dann ab zu Strosmekai. Wir gehen noch schnell auf Gefährten. Das da, jawohl. Und weiter geht's. Ja, nee, also wir werden dahin jetzt nicht, sondern hier als Strosmekai. Strosmekai. Oder wie auch immer das heißt. So, schupp. Da gibt's auch nur... Ah, da gibt's zwei. Dann nehmen wir den. Der ist näher. So.
ganz schön laut, ne? Ich kann hier in der Stadt sicher meine Rüstung ausbeulen. Ist ja gut. Städte mögen die irgendwie alle, ne? Oh, ja gut, das war vielleicht falsch. Da ist sie ja! Mit wem spricht sie da? Er kommt kaum zu fassen, dass die Stadtwache uns nicht helfen wollte. Wir suchen weiter, werte Aurelia. Wahrscheinlich versteckt er sich einfach irgendwo auf der Insel. Ich erinnere mich an euch. Ihr habt Isobel beim Saphir-Turnier geholfen. Ihr trefft mich wirklich in meinem schlimmsten Moment an. Isobel hat euren Brief erhalten. Geht's euch gut? Ich bin unverletzt. Isi hat euch sicher erzählt, was passiert ist. Ich kam hierher in Begleitung eines befreundeten Malers, Keith Lindris. Ich dachte, vor ein paar Tagen sei in unsere Zimmer eingebrochen worden. Oh nein. Nun, wie sich herausstellte, war Keith der Dieb. Er hatte es von Anfang an auf meinen Schmuck abgesehen. Wie habt ihr das Haus gefunden? Irgendetwas stimmte nicht. Ich fragte eine Kellnerin nach ihm und sie meinte, Keith sei ein allseits bekannter Schwindler. Ich ging in sein Zimmer, um ihn zur Rede zu stellen. Und es kam zu einem kleinen Handgemenge. Mhm. Dabei riss ich ein Loch in seine Reisetasche und einer meiner Ohrringe fiel heraus. Was konnte er außer... Was konnte er außer eure Ohrringe noch entwenden? Nichts wirklich Wertvolles, aber Isobel schenkte mir vor Jahren diesen Ring mit ihrem Familienwappen. Ich weiß, dass er ihr wichtig ist und ich wollte ihn unbedingt zurückholen. Als ich zur Stadtwache ging, wurde ich einfach nur ausgelacht. Ja, wir machen das. Ich fasse nicht, dass ihr diesen Ring verloren habt, Aurelia. Oh, hallo, Kapitän Marso. Dass ich euch hier treffe. Schön, euch zu sehen, Isobel. Ich weiß, ihr seid wütend, aber der Dieb könnte noch auf der Insel sein. Vielleicht ist ihm auf der Flucht mehr Diebesgut aus der Tasche gefallen. Das ist eine tolle Idee. Wenn er unterwegs noch mehr verloren hat, könnten wir ihn über diese Fährte finden. Ja, geht dem nach. Vielleicht hat er den Ring ja fallen lassen und er liegt jetzt irgendwo auf der Straße. Hm. Ich habe Gutes über euch gehört, Reisender. Freut mich, dass Isobel jemanden an ihrer Seite hat, dem sie vertrauen kann. Hoffentlich findet ihr den Siegelring, bevor der Dieb aus Trosmekai flieht. Wer seid ihr? Verzeiht, ich bin Marso, Kapitän unter der Flagge des Handelshauses Veluis. Ah. Ich arbeite für Isobels Familie. Sai sei gedankt, dass ich Durst hatte. Ich wollte hier einen Schluck trinken und dann sah ich, wie sich Aurelia an der Bar die Augen ausheulte. Ihr kennt also beide? Ich arbeite seit vielen Jahren für Isobels Eltern, ja. Ich kenne die beiden Frauen schon eine halbe Ewigkeit. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Aurelia schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Ich bedauere nur, dass ich ihr nicht helfen konnte. Die Stadtwache? Seht euch um, guter Mann. Stross ist nicht wirklich eine Bastion von Gutmenschen. Viel Glück bei eurer Suche. Ich bleibe bei Aurelia und sorge dafür, dass ihr nichts passiert. Wenn der Dieb entkommen ist... Tja, dann wird Isobel ihren Eltern berichten müssen, dass der Ring verschwunden ist. Alles klar. Hab Mitleid. Ah, das rieche ich bis hierher. Ist das Haarfett? Typisch. Das könnte etwas von unserem Dieb sein. Wenn er nicht gehört hat, dass es hinuntergefallen ist, war er vermutlich schnell unterwegs. Ich dachte, das doch wie ein Reinfall, dann begegnete ich Fürstin Jowelsch, hübsches Mädchen von Hochinsel. Genau, plapperte viel, zack. Wenn er hier durchkam, dann war er unterwegs zum Anleger. Ich kann es kaum erwarten, diesen Lump in die Finger zu bekommen. Genau. Süßkringel. Ich hatte recht. Er hat sich wohl ein Schiff genommen. Hören wir uns um. Vielleicht hat ja jemand gesehen, wo er hin ist. Sucht Schatten. Ich mache gerade Pause und denke über den Dunkelelfen nach, da bei den Booten. Eines Tages bringe ich ihn um, glaube ich. Ich habe nur nach Informationen über einen anderen Dunkelelfen gesucht. Keith Lindris. Sagt mir nichts. Aber jemand ist hier in großer Eile vorbeigekommen. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn töten soll. Blitzschnell, ein Dolch in den Rücken.
Ich habe es aber nicht getan. Vielleicht ein andermal. Hat er ein Schiff genommen? Vermutlich. Fragt Aydra. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Mach das. Das war ein klein wenig gruselig. Ja, finde ich auch. Ich bin nicht bestechlich, habe sehr viel zu tun. Und bevor ihr fragt, nein, wir verschiffen Dornengeckos nicht unverpackt. Ihr? Wie bitte? Egal, ich suche nach einem Dunkelelfen namens Kif. War er hier? Hör zu, in kaum einem anderen Hafen diesseits von Hughes Fluch geht es so zu wie in Stross. Hughes Fluch. Hier kommen eine Menge Leute vorbei. Aber ja, ich habe Kif Lindris gesehen. Offenbar hat der clevere Mistkerl seine Gaunereien an den Nagel gehängt. Er hat sich eine Überfahrt auf einem Schiff gebucht. Er arbeitet jetzt für das Handelshaus Veluise. Hm, habt ihr gesehen, welches? Klar, er war auf Daidesis Schiff, der Sentjeherz. Sie segelten in Richtung Sedanen. Dabak Klaren dort drüben kann euch nach Sedanen bringen, wenn ihr es euch leisten könnt. Ja, sicher. Reik, wir müssen reden. Aha. Ich hatte gehofft, dass das eine schnelle Reise zu einem fernen Hafen wird. Dass wir den Ring finden und uns einen Humpen am Kai gönnen. Stattdessen muss ich euch nun bitten, mit mir nach Wartenfeld zu reisen. Wir wollen ihn verfolgen? Ich denke, dass wir das müssen. Er hat sich mit dem Siegel bereits eine Überfahrt auf einem Boot gekauft. Das Geschäft meiner Eltern baut auf ihren hervorragenden Ruf. Was, wenn er den Ring missbraucht, um Gold abzuheben? Oder einen unserer Handelspartner übers Ohr zu hauen? Komm, wir schnappen uns den. Danke, mein Freund. Das ist sehr wichtig für meine Familie. Aber ich bin auch so wütend auf Aurelia. Komm. Das war eine Herzensangelegenheit. Als ich ihr den Ring vor all den Jahren gab, bedeutete mir das verliebt. Viel. Schon verliebt, komm, sei ehrlich. Ich kann nicht glauben, dass sie es so weit kommen ließ. Komm, wir reisen. Oh, oh nein, er ist entwischt. Oh, das tut mir so leid. Oh, werdet ihr den Schuft verfolgen? Ja. Ja. Wardenfell ist nichts für zimperliche Leute mit schwachen Nerven. Ja, ich weiß. Aber wenn ihr dorthin wollt, kann ich euch diesen Gefallen wahrscheinlich tun. Ja klar, machen wir. Nicht so laut. An den Docks gibt es überall neugierige Ohren. Wir setzen bei der ersten günstigen Brise Segel nach Sedanen. Machen wir. Tschu. Sedanen. Okay, bin sofort wieder da. So, weiter geht's. Es gab gerade Post. So. Was? Da ist sie doch. Hallo. Das ist immer wieder falsch, ne? Ja. Mhm. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich sehe, dass ihr nicht mit Sumpfmoos überzogen seid. Ja, doch schon eigentlich. Im Prinzip habe ich hier angefangen, aber egal. Wollt ihr etwas essen oder trinken? Jemand im Gasthaus kann euch etwas bringen. Mhm. Aber ich muss euch warnen. Der Koch ist grauenhaft. Ich sollte es wissen. Ich habe dort früher gearbeitet. Eigentlich suchen wir nach einem Mann namens Kif Lindris. Kennt ihr ihn? Oh ja, ich kenne Kif. Mit Männern wie ihm hat man eine Menge Spaß. Bis sie einen in ihre miesen Machenschaften hineinziehen und man seine Stelle verliert. Der schleimige Widerling ist bereits weitergezogen. Was hat er denn jetzt getan? Er hat einer Freundin was Wertvolles gestohlen. Das schockiert mich nicht sonderlich. Er ist ein Intrigant. Er hat ein paar Sachen in der Taverne zurückgelassen und sich wie der Blitz aus dem Staub gemacht. Ich habe für ihn gebürgt, also verlor ich meine Stelle. Ihr dürft gern sein Bündel durchwühlen. Ich glaube, er wollte nach Wegesruh. Danke. Oh, ich muss mich beim Shane etwas mehr zurückhalten. Kennt ihr diesen merkwürdigen Geschmack hinten am Gaumen? Wenn der Shane schlecht wird? Das schmecke ich gerade. Okay, also Shane sollte man sowieso sich zurückhalten. Könnt ihr mir mehr über Kif erzählen? Er ist selbstredend ein Dieb und ein Charmeur. So wickelt er einen um den Finger. Ich lernte ihn in Ebenherz kennen. Da ich nichts Wertvolles besaß, war ich kein Ziel für ihn. Ich arbeite nur an Orten wie diesem hier, um meine Alchemiestudien zu finanzieren. Und wie habt ihr eure Stelle verloren? Als er wieder in der Stadt auftauchte, zeigte er überall den Siegelring eines Handelshauses. Er meinte, er wäre fertig mit den Gaunereien. Er war recht großzügig und ließ alles auf das Haus anschreiben. Kaukau, der Koch, wusste, dass da etwas faul ist und holte den Besitzer. Kif suchte das Weite und ich wurde entlassen. Jetzt? Ich sollte nach vorn blicken, mir eine neue Stelle suchen und meine Studie.